Ich bin hinter dir, Joe Impo. Ich habe gerade einen Double Kill gemacht. Dreifach Kill. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, wo die Feinde sind, wo irgendwas ist. Ich balle einfach nur wie blöd im Kreis da mal drum. Ja, ich schieße auch nur irgendwo herum. Was ist Nein! Jawohl, noch Gewehrgranate mit der Hähe noch umgelegt. Ja, servus Leute und willkommen zum weiteren Battlefield 1 Video. Wir spielen heute Operationen, ist ein neuer Game-Modus, der angeblich richtige Game-Modus für Battlefield, von Battlefield. Wir spielen heute mal in die Hölle an. Da spielen wir die Mars-Argonen-Offensive. 1918 wurden auch als Hölle auf Erden bezeichnet. Ist ein Szenario, das angeblich der Wahrheit von der Geschichte von 1918 entspricht. Zusammen spielen wir heute natürlich wieder mal mit. Da draußen kennen wir von letztes. Moment, Intro. Obwohl die Mittelmächte nicht mit dieser Offensive gerechnet hatten, bestand das deutsche Heer aus erfahrenen Soldaten, die zu allem bereit waren. Jo, wie man mitbekommen hat, es gibt zu jedem eigenes Szenario ein kleines kurzes Intro mit einem geschichtlichen Hintergrund, ist relativ interessant. Wie gesagt, wir spielen heute in die Hölle. Da spielen wir das Deutsche Reich gegen die Vereinigten Staaten vom Ersten Weltkrieg damals. Wir werden aber, was willst du denn spielen, Andi? Willst du, ja, hallo mal Andi. Da draußen ist da. Hallo. Hallo, hallo. Ja. Was willst du halt spielen? 64 Spieler oder 40 Spieler? Machen wir wieder 64 ja, wie gestern. Mal. Ja, voll. Ist lustig. Passt. Und dann gehen wir da gleich einmal auf Beitreten. Haben wir eigentlich Battle Packs verdient? Na. Ja, was hast du eigentlich jetzt für eine Medaille ausgerüstet? Ich habe jetzt. Weißt du das? Weil ich habe jetzt diese Hippokrates-Orden-Medaille ausgerüstet, wo ich eben diese 20 Kills Sunny und so weiter schaffen muss, aber irgendwie läuft das immer weiter, keine Ahnung. Na, ich weiß nicht, ich habe glaube die erste habe ich genommen. Okay. Moment, Intro? Ja, Intro? Ja. Sie denken, in diesem Krieg kämpft Damson mit Schild, Schwert und Speer gegen David mit seiner Schleuder. Sie wissen nicht, dass Krieg heute ein Wettstreit der Schornsteine ist. Ein Kampf von Treibrad und Maschine. Gesplittertem Stahl und giftigem Gas in geschmolzenen Lungen. Als wir diesen Graben anlegten, gruben wir nicht nur Erde aus, sondern Beine, Arme, Schädel, Helme und all die Trümmer dieses mächtigen Ringens. Das ist die Realität, der wir uns heute stellen müssen. Ja, ich glaube, das war's. Du hast gesagt, die erste Medaille hast du ausgerüstet. Ja, mit 10 Kills Seitenwaffe, 20 Kill MP, 20 Schrotflinte oder so. Ja, aber spielst du überhaupt MP? Nein, weil MP hat einen Sturmsoldat, spielst du ja auch den Medic, oder? Nö, nur mehr umrüsten, andere nehmen. Achtung, Intro. General von Gallwitz hat befohlen, unsere erste Grabenlinie bei der Schrapnellecke zu halten. Sollten die Amerikaner zu zahlreich sein, ziehen wir uns zu diesem Chateau zurück und kämpfen dort gegen sie. Unsere dritte Verteidigungslinie ist hier, an diesem Eisenbahnknoten. Denkt daran, unsere Verteidigung ist da, cool, tief gegliedert. Ja, die Map ist geil, da haben wir das fette Schloss dabei, richtig. Ja, wir sind aber schon weiter, so wie es ausschaut. Wir haben schon einige Punkte eingenommen. Das heißt, wir sind nicht ganz am Anfang, spiele ich ganz von Anfang durch. Ja, das Geile ist bei Operationen, eben den neuen Spielmodus, wie zuvor angesprochen, ist es so, dass wir verschiedenste Spielszenarien durchgehen. Das heißt, es ist eine Mischung aus Rush und Eroberung und spielt alles durch. Man hat eben diese super Fahrzeuge. Da kommt gleich einer. Wow, wow, Andi vorne, bei ASL liegt einer. Wo bist du? Bist du bei mir, oder? Ja, ich bin jetzt bei dir. Alles klar, ich lauf gleich mal in den Bunker rein. Medipackel. Medipackel. Blödsinn, Medipackerl, yeah. Medipack, Medipack, wie auch immer. Ich muss mal kurz in die Trupps rein, gib mir bitte Deckung. Ich schalte nämlich unseren Squad auf öffentlich. So, ja, wie viele Gegner haben wir da? 23 Gegner, fuck, dass wir das Org abgehen. Das heißt, jetzt werden die gleich kommen. Die sind nämlich schon bei B vorne und haben B eingenommen. Alter, 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 da kommen sie. Okay. Wow! Wow, ich bin tot, ich lieg draußen im Schützengraben, bitte. Ja, wo war er? Ja, der liegt ganz hinten, der trifft dich eh nicht. Wenn du mich wieder beleben könntest. Danke.
Einfach zurück, 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 zurück. Da oben ist einer. Oh, da oben ist ein Panzer. Viele. Eieieiei, Truppheilung, Truppheilung, Truppheilung. Krieg fett Punkte, aber irgendwie habe ich keine Muni für den Panzer. Oh shit, ich bin tot. Geschleicht dich. Ich auch. Ja, Schützengraben. Da kommt ein Heavy Tank Typ. Keiner wiederbelebt. Eklar. Na. Hey, wir sind schon. Was geht jetzt noch? Wir sind schon 5 Leute. Ja, lauf mal vor, A verteidigen. Geht schon wieder zu. Schau dir was an. Schau dir was an. Nein, schon wieder tot. Ich sehe den nicht. Da ist überall Rauch, überall irgendwas. Ja. Und dann mit der Maske auch noch. Welcher spielst du eigentlich jetzt? Ich spiele jetzt gerade wieder als Sanitäter mit der CII Rigotti. Wer ging so ein italienisches, weiß nicht, Semi-Automatik. Was du aber umschalten kannst auf Vollautomatik. Das ist das einzige, glaube ich, richtige Vollautomatik. Nein, es gibt 2 Vollautomatik hier. Sorry. Ja, ich habe das andere. Ich habe die M1907. Okay, jetzt haben wir leider schon den Punkt verloren. Das heißt, wir sind weiter zurückgestoßen auf der Karte, sind jetzt weiter hinten und müssen weiter hinten verteidigen. Wer ist da vorne? Irgendein anderer Typ, der ist gerade draufgegangen. Ich laufe einfach mal da in das Haus. Oh, da kommt einer, da ist einer beim Haus. Ja, ich lege mich fast selbst um. Nein, ich bin tot. Es sind gegenüber gleich extrem viele im Haus drinnen. Extrem viele. Schmeiß einfach Granaten hin, was geht. Es sind so viel scheiß Leute dort. Oh, Alter, okay, schlecht. Ja, bin schon weg. No. Oh yeah! Ich habe einfach mal die Granaten reingeschmissen da drüben. Alles rüberballert. Oh, rein ist stationär in G. Bäm! Ins Haus rein! Raus aus der Kanone! Nein! Fuck! Oh fuck, ich wie viele nicht kommen! Auf Automatik umgeschalten! Nein! Hast nicht auf Automatik geschossen? Nein, ich warte, bis der Schuss kommt, Alter. Also kommt, hast du jetzt einmal geschossen und abgewartet oder was passiert, oder? Ja, Digga, Alter, was ist denn jetzt los? Was hab ich jetzt ausgewählt? Digga, mal Scheiße vergessen zu umschalten. Erst habe ich, aber was ist eigentlich mit unserem Squad los? Die rennen alle irgendwo komplett vorne und um, die verteidigen nicht unsere Punkte. Warum nicht? Ja, weil sie immer auf Sammler stimmen, keine Ahnung. Wow, fuck, da kommen viele über den Hügel drum. Shit, kommen da viele. Shit, kommen da viele. Ich pack mein Leben nicht. Ein Panzer. Jo. Nein, ich bin tot. Da kommen, oh mein Gott, kommen da viele. Oh mein Gott, kommen da viele. Eins, zwei, ich kann's gar nicht sehen. Ich glaube, das sind 10 Leute. Da kommen 10 Leute zu uns. Oh mein Gott, das werden immer mehr. Oh mein Gott. Hey, die rennen, überrennen uns komplett. Die überrennen uns komplett. Ja. Ich bin hinter dir, zu Impo. Ich habe gerade einen Double Kill gemacht. Dreifach Kill. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wo die Feinde sind, wo irgendwas ist. Ich balle einfach nur wie blöd im Kreis da mal drum. Ja, ich schieße auch nur irgendwo herum. Was ist Nein! Jawohl, noch Gewehrgranate, damit der Hähne noch umklickt. Das war jetzt. Ich habe 4 Kills gemacht. Kannst du eigentlich wiederbeleben? Nein, ich bin tot. Wiederbeleben kann ich auch nicht, weil ich ja die andere Medaille jetzt ausgerüstet habe, wo ich drauf achten muss. Das zeige ich euch Leute gleich mal. Moment kurz. Genau. Verfolgte Medaille habe ich momentan eben den Hippokratesorden. Oh yeah, da geht's auch schon gut ran. Erziele 20 Kills mit Gewehrgranaten. Muss ich noch schaffen. 20 Wiederbelebungen habe ich ja mich schon längst geschafft, finde ich komisch. Und 20 in einem Leben, in einem Leben 5 Kills als Sanitäter. Ah, ich glaube jetzt check ich's, du musst das wirklich nach der Reihe abarbeiten. So, ja, wir sind jetzt wieder zurückgefallen, die haben uns einfach wieder komplett überrannt. Das heißt aber jetzt, ich würde mal sagen, wir bleiben jetzt einfach hinten und verteidigen das Schloss am besten, oder? Weil
stimme mich auf die andere Seite. Alter. Jawohl. Voll drauf von den Typen. Ich glaube, der braucht einer Leben. Erste Hilfe, greif zu! Der steht direkt vor der Tür. Der steht direkt vor der, also vor dem Fenster. Ich sehe einfach nur den Kopf da rumlaufen. Einfach so, rennt der Kopf immer dumm. Aua, wie viele da kommen eigentlich? Ja. Und da kommt ein Panzer auch noch, gell? Rechts auf der Straße kommt ein Panzer. Irgendwo. Versuche ihn zu markieren. Nice. Oh ja, hab ihn markieren können. Ein Mann läuft da einfach so frei rum. Wo rechts? Rechts von uns. Da unten ist einer mit einem fetten MG. Wo unten? Bei uns drinnen? Nein, oder? Ah, wer schießt da? Hier, erste Hilfe! Müssen nur aufpassen, dass sie nicht reinkommen, die Leute. Aber irgendwie da vorne kommt jetzt gerade keiner mehr. Es gibt aber auch einen MG da vorne, könnte man es auch hinschmeißen. Da gibt es so stationäre Waffen. Aber die haben leider keine Deckung. Oh, da kommen welche von hinten, von hinten. Die überrennen uns von hinten irgendwie, von Seite. Ja gut, die haben eingenommen. Alter, müssen die andere Seite rüber verteidigen. Wow, was ist mit ihm los? Er rennt mit dem Bayonett auf mich zu, schreit wie blöd. Bei mir über Bayern rennt aber vorbei. Die haben schon ein Loch reingeschmissen. Ja, ich weiß, ich sehe es und die kommen da oben drüber. Oh mein Gott. Nein, ich bin tot. Granate. Ein, na, 94 hab ich immer abgezogen, ich bin hin. Du auch, gell? Aber 15,6, Alter, bist arg. Du schlägst dich eigentlich auch ganz gut durch. Nein. So, da. Ja, ich habe heute mit dem Fips trainiert, bist eh und alles durchgegangen. Ich habe jetzt schon gesagt, er holt sich ab morgen das Spiel. Das heißt, ab morgen, Leute, sind wir dann zu dritt. Das heißt, es werden, dass die ein oder anderen Gameplays zu dritt kommen. Da kommt schon wieder Gasgranate. Oh yeah. Wieder ein Kill gemacht. Die nicht joinen. Nicht? Respawnen bei dir. Jetzt müsste es gleich gehen. Ja. Ich stehe ja gerade bei dem Typen, der hat eigentlich. Wo ist das Munipackel hin? Der hat eigentlich eine Munitionskiste geworfen. Und ich war jetzt in der Hoffnung, eigentlich die Munitionskiste zu nehmen. Wow, da ist ein Panzer. Ich bin tot. Klick direkt beim Haupttor. Wenn es möglich wäre, mich wieder zu beleben. Es kommen aber einige Leute gerade rein. Da steht, ja, Tor heben. Tor heben? Achso, das ist bestimmt ein Zugtor. Oh mein Gott, sie haben sie eingenommen. Jeden, es interessiert kein Schwein, sie holen sich einfach Cäsar und wir haben absolut keine Chance gegen sie. Ich renke schon auf C. Oh yeah, abgestochene Typen. Abgestochen. Ich war schon nicht mehr. Nein, ich versuche mit der Pistole umzulegen. Von hinten kommt er und legt mich einfach um. Ah, mich das auch. Gibt's ja nicht. Ja, die 10 Schuss sind schneller weg, als man glaubt, wenn man über 30 Schuss von einer von einem Sturmgewehr von Battlefield 4 gewohnt ist. Dann überhaupt. Oh, B und C. B wird gerade eingenommen. B verteidigen. Ich markiere B. A schaffen wir sowieso gerade nicht. Kommen einfach nicht hin. Aber B könnte sich noch rausgehen. Nur die Frage ist, wie kommen wir wo hinein? Natürlich nirgends. Da ist alles zu. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Muss ich das echt beinhart rumrennen? Um das komplette Gebäude rundherum? Aber sowas von. Ich habe keine Ahnung. Boah, das war knapp. Ja, aber ich habe ihn noch umgelegt mit dem... mit der Sprenggranate. Vorsicht, Jungs, ich werfe eine Granate. Noch 20 Angreifer. Hier,
Erste Hilfe für dich! Nein, ich bin schon wieder tot. Ja, ich spiele anscheinend gerade ein bisschen zu offensiv. Ich renne da immer rein wie ein Idiot und balle einfach nur vor, weil ich eben diese 20 Kills für die Medaille schaffen muss. Aber irgendwie läuft das einfach nicht so, wie ich möchte. Ja, was soll's? Was soll's? Da ist er. Wir müssen B. Holen wir uns B wieder zurück. Wir haben A wieder geschafft zum einen. Wir müssen aber noch B auch wiederholen. Ja. Auf C geht sie zu, sehr zu. Ja, ich bin auf B. Das ist der Munipacker. Wenn noch. Wer auch immer das ist, gerade noch rausbekommen so ein Shit. Das ist wieder Gasgranate, aber es dürfte unsere Gasgranate sein. Aber so wie es ausschaut, jawohl, wir schaffen es wirklich, weil die haben nur noch 5 Leben über, das heißt 5 mal ihre Typen umlegen. Dann sind sie erst weg vom Fenster. Oh, shit, hinter mir, vor mir, überall, ja, du bist mein Held. Das Subjekt hier ist 96. Wo bist denn du? Tot. Ja, das laufen schon wieder alle zu A rüber. Jeder läuft zu A rüber. Kein Typ kümmert sich um C oder B. Es ist ihnen so egal. Aber, ja, jawohl, gewonnen. Gewonnen. Ja. Und ich habe schon die Österreich-Flagge auf meinen Ärmel. Obwohl ich jetzt gerade das Deutsche gespielt habe, auch geil. Was cool. Ist jetzt eingestellt? Bitte? Was ist jetzt eingestellt? Im Battlelog. Über die App Battlelog selbst kannst du eben die Karte, das Clan Tag, nein, Emblem, so heißt es, einstellen. Wenn du jetzt eben, hast du die Battlelog App am Handy? Ja. Ja, dann gehst du einfach auf Battlefield 1, musst halt auswählen und musst dich anmelden und so weiter. Ja. Und dann hast du unten die Karte, die Ding halt, und da hast du Embleme und da kannst du das aussuchen. Und das musst du halt danach auswählen für, 1 oder so. Hey, wir müssen jetzt noch dreimal, also müssen noch die Punkte verteidigen, gell? Sie kommen jetzt mit einem Luftschiff. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen nach hinten zu ziehen. Kommst du mit mir mit? Ja. Ja, das Luftschiff ballert nämlich gerade wie blöd auf mich runter. Ich versuche mich ein bisschen nach hinten zu ziehen und vielleicht irgendwo eine Flak oder irgendein fettes Geschütz zu finden und mit dem aufs Luftschiff zu ballern. Aber weil ich gerade sehe, wir verlieren A. Ich laufe auf A rüber. Du bist eh hinter mir, aber lauf nicht direkt hinter mir, halt ein bisschen Abstand. Weil so sehen es mich zuerst und dich vielleicht nicht. Da gibt es natürlich keine einzige stationäre Waffe. Oh mein Gott, das Luftschiff. Ja, er hat mich. Oben bei den Stiegen ist einer. Hat er dich? Ja, er hat mich auch. Mich hat das Luftschiff extrem angehittert. Also konnte ich gar nichts machen. Ich spawne aber, versuche mal hinten zum Spawnen beim Hauptspawnpunkt. Vielleicht gibt es da irgendwo fette Kanonen, die ich verwenden kann gegen das Luftschiff. Kann ich das benutzen, das Ding? Nein. Natürlich nicht. Gibt es da irgendwo? Ja, da gibt's. Da gibt es auch ein stationäres MG. Also wenn du möchtest, stationäres MG, wo ist das Luftschiff? Ich treffe es natürlich mit dem nicht. Na komm, rein da. Bist du? Na das. Es, mit dem treffe ich es auch nicht. Ich sitze da gerade bei ihm schon MG, oder? Oh ja. Wow. Ich kann da raufballern, was geht, aber ich mache keinen Schaden am Luftschiff. Wo? Da ist ein Panzer zu ihm. Da fährt jemand mit dem Panzer, der gehört zu uns. Ich steig bei ihm ein. Panzer, begrüße Sie. Da rennen sie überall herum. Wo? Auf A oder was? Shit. Voll mit der Granate in die Fresse. 90 Pfund Granaten sind das, glaube ich. Ich habe ein Fahrzeugvideo gemacht, also alle Fahrzeuge Battlefield 1. Und da habe ich ja nachgelesen, eben für jedes einzelne Fahrzeug. Und eben das Fahrzeug hat eine 90 Pfund Granate. Das
sehr interessant. Dumm. Und schön. Noch ein ganz schön dumm. Ich schieße da gerade drüben dieses Haus zusammen, weil da oben einer rumläuft auf diesem Turm. Guckst du wo drinnen? Ja, in den Panzer. Ah, er ist runtergeflogen. Aber der Panzer nervt mich, er fährt nicht. Der Typ bewegt sich einfach. Oh, oh. Nein, ich hätte im Panzer stehen, also bleiben sollen, ich bin tot. Du anscheinend auch. Ja. Wie ich gesehen habe. Ja, ich werde jetzt auch wahrscheinlich früher oder später mal ein Gameplay machen über Operationen, aber ohne Kommentar, sprich rein nur das Spielverhalten, dass man sieht, okay, wie geht es denn wirklich ab, diesen geschichtlichen Hintergrund, dass man diesen geschichtlichen Aspekt hinter der Mission selbst sieht, weil ich werde dann das Video auch so zusammenschneiden, dass man möglichst, oh, ich bin tot, ich werde einfach gemessert im Haus von hinten, schmeiß Granaten bitte rein. Der Madman hat mich einfach so mit der Schaufel erlegt. Ich auch. Tun wir gleich auf A? Na, können wir gar nicht. Wieso nicht? Und A respawnen. Hä? A respawnen. Um ins A zu kommen. Was ich sagen muss, die Waffen dafür, dass sie eben so Einzelschussrepetierer sind, sind sie trotzdem geil, weil sie relativ genau auf die Entfernung sind. Ja. Fahrzeug zerstört mit den Granaten. Sehr geil. Nein, ich bin tot. Nein, der Nitro-Duck. Aber was ist mit unserem Team eigentlich los? Das sind alle wieder mal nur Sniper und stehen irgendwo blöd in der Gegend rum, machen gar nichts. Die Idioten. Ja. Fett getroffen. Die Hälfte der feindlichen Truppen wurde besiegt. Jetzt kann er wiederbeleben, kann er markieren. Bäm, einfach mal so wegsprengt den Typen. Ja. Na, drück, 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 da kommt wieder ein Panzer. Oh shit, ich bin tot, ja. Er trifft mich noch, ich war so weit hinten, er fahrt mir einfach nach. Der Panzer fahrt mir einfach nach, aber er ist gleich im Arsch. Hast du Granaten? Nein, oder? Beziehungsweise doch, sicher hast du Granaten, aber was für eine Granate hast du als Zweitwaffe ausgerüstet? Hast du Stielhandgranate oder irgendeine andere? Die Stiel. Okay. Die macht eh auch kleinen Schaden gegen Panzer, also wenn es da mal Panzer... Natürlich zerstöre ich den Panzer nicht. Da oben kommen es glaube ich welche. Jo. In Arsch geschossen. Noch 50 Angreifer. Wo? Ich bräuchte Muni. Ich bräuchte mal echt Muni. Es ist wirklich so, es fehlt echt einer bei uns in der Party drinnen, wo man sagen können, okay, der Typ macht fix den Versorger ja. Und wiederbelebt die ganzen Leute. Hier mal erste Hilfe. Komm, Pieps. Jo. Nein, schon wieder Gasgranate. Die mit den blöden Gasgranaten da jedes Mal. Das geht mir echt schon am Nerv. Pass auf, oben bei der Wand sind gleich extrem viele. Rechts von dir rennt einer runter, rechts von dir hinter dir kommt einer. Nein, ich bin tot, ich bin noch im Waggon drinnen. Mich hat einer im Waggon erschossen. Der sitzt aber immer noch da. Ist jetzt tot. Ja, ich auch. Das ist unglaublich, das. Aber ich muss sagen, wir halten es doch noch ganz gut, B. Zum Glück. Wir sind noch nicht komplett am Arsch.
Wir verlieren Bertel, ha? Nein, ich bin tot schon wieder, schon wieder. Aber 28-17. Hm? Es läuft. Bin erst auch von den Punkten her. Aber es geht nicht darum, Erster zu sein oder besser zu sein, sondern das Team zu gewinnen. Und das machen wir gerade nicht. Absolut nicht. No. Ja, weil irgendwie. Ja. Shit. Jo Leute, sorry. Wir haben verloren. Es ist aber ein extrem geiles Spiel. Operation Friedenssturm und jetzt hier an der Mars. Aber in den Wäldern der Argonnen wird uns niemand besiegen. Mhm. Das heißt, wir ziehen uns jetzt noch einmal zurück. Sehe ich das richtig? Aber sowas von. Wir ziehen uns noch mal zurück. Sehr geil. Ich glaube, jetzt wird auch wieder ein Intro kommen. Weil es sieht auch gut klar, aber ich habe meinen Schnabel nicht halten können.